Ladies and Gentlemen, Russik Pumsik ist am Start, Leute, aber ihr müsst leise sein, denn wir werden heute den XXL-Prank machen an iCrimex, Freunde. Wir werden ein Hide-and-Seek-Battle machen um Geld, Freunde, aber ich werde seine Verstecke beobachten. Er wird sich vielleicht cool fühlen, weil er gute Verstecke hat, Leute, aber ich bin auf jeden Fall auf die Reaktion gespannt, wenn er sieht, dass ich alle Verstecke schon kenne. Lasst auf jeden Fall ein Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um solche Pranks nicht zu verpassen, und ich würde sagen, let's go. So, Max, bist du ready für das Video? Ja, ja, klar, Russell. Okay, let's go. Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem erneuten Hide and Seek, aber heute mit einem dicken, dicken Challenge, denn jeder setzt 500 Euro. Oh, das wird wieder richtig easy money. Also, Bro, ich weiß nicht, wo dein easy money ist, aber guck mal, genauso... Du, weißt, du kennst mich doch in letzter Zeit, ein richtig kranker Hide and Seek. Du wirst genauso umfallen wie mein Motorrad. Okay, wir werden aber sehen. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, schaut gern bei dem armen Max vorbei, weil er wird heute verlieren. Ist ja klar, ne? So, du kennst die Regeln, Ropegun ist erlaubt. Wir ja, sind heute ja, hier schön im Palito Bay Gebiet. Du kannst natürlich anfangen mit deinen Verstecken, aber heute ein bisschen schwer. Wir haben einen Truck, wir haben eine Limousine, wir haben einen dicken McLaren. Welches Auto gefällt dir am meisten davon hier? Der OP-Truck. Ah, oh, oh, das Ding ist ja auch voll OP. Oh, Bro, du musst dich reparieren, du brennst. Bro, du musst dich reparieren, es tut mir leid, Mann. Oh, was soll das jetzt hier schon wieder? Bro, aber ich sag dir ehrlich, der gegen den OP-Truck beim Sumo-Battle wäre ziemlich spannend, ne? Das könnte ein interessantes Battle werden, ne? Ja, wäre schon interessant, Bro. Aber ich sag dir ehrlich, dafür musst du halt erstmal auch das Auto finden, ne? Ist ja logisch. Aber ich glaube, so eine Limousine. Jetzt mal an zu verstecken hier. Ja, versteck ruhig, Bro. Ich gehe auch verstecken, mein Lieber. Leute, was er nicht weiß, ich habe mich jetzt gestummt. Ich werde natürlich ihn auch ein bisschen beobachten. Guck mal, Max, wie läuft's so? Ja, ich guck mich hier gerade noch um. Ja, ja, ich auch gerade. Ich weiß nicht, Digga, die Limousine ist voll lang. Ich weiß nicht, wo man die am besten verstecken sollte. So, weißt du, wie ich meine? Die Limousine ist natürlich sehr hart zu verstecken. Ja, Bro, die ist halt ein bisschen zu groß, Mann. Ich weiß auch nicht, wo ich hingehen würde, so sage ich mal. So, weißt du? Eine sehr gute Frage. Ja, ich verstecke jetzt irgendwo die Limousine, Bro. Oh, die kippt die ganze Zeit, so wenn man damit abbiegt. Weißt du, wie ich meine? Ja, 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 da muss man auch. Oh, also du versteckst direkt als erstes die Limousine. Oh, ah, guck mal, da vorne bist du. Ja, oh, moin, was geht, Bro? Moin. Was geht? Leute, ich konnte das Auto gerade lenken. Oh, was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Moin! Oh Gott, ich bin gekriegt. Oh hin. Gott, die kippt die ganze Zeit. Das war perfekt, Leute. Da denkt es sich schon mal niemals. Max, ja, wie läuft's bei dir so? Jetzt kannst du mal letztendlich verstecken oder wird's nicht? Ja, ich guck mich ja um. Ja, Bro, ich sag dir ehrlich. Weißt du doch gar nicht, ob ich mein erstes schon versteckt habe oder nicht. Ich hab die doch gerade gesehen. Vielleicht habe ich ja inzwischen mein erstes Fahrzeug versteckt. Ja, Bro, inzwischen wäre gut, aber ich sag dir ehrlich, ja, ist doch gut. Dann versteckst doch einfach. Also, hab ja nichts gegen, Bro. Hast du es schon versteckt oder jetzt noch nicht, Bro? Sag mal. Nee, noch nicht, noch nicht. Ich bin hier noch ein bisschen unsicher. Ja, okay. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du deinen Bro, schon versteckt? Bro, ich komme mit der Limousine gar nicht klar. Ich sag dir ehrlich. Die Limousine ist auch schwer zu verstecken. Ja, genau. Voll schwer. Muss man echt. Ey, wo soll ich die denn jetzt verstecken, Bro? Ich sag dir ehrlich, keine Ahnung. Also, es geht echt gar nicht so. Oh, manchmal sind aber die einfachen Verstecke die besseren Verstecke, stimmt's? Manchmal sind einfache sind sehr gut, ja, das stimmt. Ja, sehe ich genauso. Vielleicht einfach irgendwo hier abstellen oder so. Weiß ich was nicht. Ja, okay. Was meinst du? Nix. Du machst ganz einfach? Ja, ich mach was ganz Einfaches. Was ist für dich einfach, Bro? Erzähl mal ein bisschen so. Ja. Weil manchmal sind ja so offensichtliche Dinge gut. Ja, die sind manchmal besser. Weil manchmal siehst du die gar nicht, so weißt du? Genau. So eine dicke Limousine irgendwo, so ein dickes Auto irgendwo. Das wäre halt dann nicht so, nicht so einfach, mein Lieber. Oh, so. Ich habe mein erstes Okay, ich hab jetzt auch mein erstes Versteck. Ich gehe jetzt dann auch. Das ist ein richtig gutes Versteck hier, Leute. So, dann geht's weiter mit dem nächsten Fahrzeug. Mhm, Bro, ich sag dir ehrlich, ich gehe auch jetzt rüber zum nächsten Fahrzeug. So, let's go. Oh, Max, was versteckst du so als zweites?
Den OP-Truck oder was? Als nächstes mach ich den OP-Truck. Ja? Ja, ja, ist auch wichtig, sobald die größeren. Guck mal, ich fange mit den größeren direkt an. Die Limousine ist weg. Okay, das ist aber auch ungewohnt, ne? Nee, wieso? Ungewöhnlich. Und ja, weil die großen hat man ja die höhere Wahrscheinlichkeit, dass man die dann auch noch findet, wenn ich jetzt. Ja, aber ich meine. Ja, ist du halt, machst es schon. Ist halt eine kleine richtig. Strategie von mir, weißt du, ich meine, man kann sie mögen, man kann sie nicht mögen. So, je nachdem halt. Boah, für meinen OP-Truck überlege ich mir, was richtig krank ist. Da wirst du nie da wirst echt? Du nie drauf kommen. Ja, ja, okay. Wieso? Was denn? Da habe ich schon eine richtig crazy Idee. Okay. Gib mal einen Tipp so auf korrekt. Nee. Ich gebe dir auch einen Tipp, wo ich meinen verstecke. Wenn du willst. Warum würden wir denn jetzt schon Tipps geben? Na, keine Ahnung, Bro. Einfach ein bisschen auch mal ein bisschen lockerer die Sache angehen, so weißt du, ich meine? Nee. Bro, ich will meine 500 Euro gewinnen. Ja, okay. Sehr gut, Bro. Ich find's gut, dass du auf jeden Fall motiviert bist, weißt du? Check's gar nicht, wie motiviert ich bin. Ja, ich check's gar nicht. Ist gut, Bro. Also ich sag dir ehrlich, ich glaube an dich so. Du bist echt. Du hast dich echt gesteigert. So. Du warst damals nicht so gut, jetzt bist du besser geworden. Was? War schon immer gut. Ja, geht so, Bro. Also. Weiß ich nicht. Also guck mal, das Ding ist, weißt du, gut, hätte ich ja nicht so gute Chancen gegen dich, weißt du? Aber easy peasy. Also, du quatschst mir hier langsam ein bisschen viel. So, ich muss ja auch mal die ein oder anderen Ansagen droppen. Okay, ich habe mein nächstes Auto versteckt. Ist jetzt nicht so. Hast du eins schon versteckt? Ja, ist nicht so krass, Bro. Ich sag dir ehrlich, ist nicht so krass, aber ist in Ordnung, so, weißt du? Kann man mal machen. So, ja. Nein. Max, was denn? Nein. Was, Bro? Egal, Leute, alles gut, mach ich mit einem anderen Fahrzeug. Nix. Was machst du mit einem anderen Fahrzeug? Nee, ich hab hier gerade nur was versucht, aber es hat nicht so mit dem Fahrzeug geklappt, mach ich dann einfach mit einem anderen Fahrzeug. Alles gut. Ach so, wolltest du in irgendein Interieur reingehen? Genau, ja. Logisch. Ha, ja, okay, Leute, der OP-Truck ist aber auch schwer zu verstecken. Ist auch schwer, Bro. Ich sag dir ehrlich, ist brutal schwer, aber manchmal muss man halt die Verstecke suchen. Also ich habe jetzt meinen OP-Truck versteckt. Ich gehe jetzt rüber zum nächsten Fahrzeug. Oh Leute, da müssen wir jetzt Gas geben. Weil, ja, muss halt auch mal sein, ne? Muss auch mal sein. Richtig Gas geben. Aber ich habe schon eine gute Alternative. Echt? Wo denn? Zum Verstecken. Ja, das werde ich. Ich werde dir verraten, muss ich. Es ist im Paleto Bay Gebiet. Okay. Stabil. Ja. Bro, wirklich. Also ist echt. Ich finde eine Verstecke immer gut, aber manchmal bist du halt ein bisschen unkreativ, so weißt du? Ja, so manchmal. Du da. La, du da. Gut, Bro, ja. Ich sag dir ehrlich, sehr, sehr gut. So, ich habe mein nächstes Fahrzeug versteckt. Ich komme wieder ans Spawn. Ja, ich bin schon am Verstecken. Ich verstecke gerade mein Motorrad. Oha. Ja. Man muss ja auch mal den versteckenden Boss machen, ne? Ja, komm, dann mach ich auch mal mein Motorrad jetzt hier. Auch mal das Motorrad verstecken? Mach ich auch mal mein Motorrad. Da habe ich jetzt direkt schon eine sehr gute Idee, wo ich hingehen werde. Echt? Ja. Ah, da wo du mit deinem Dinger Probleme hattest vermutlich, ne? Genau. Ja. In welches Interieur bringst du das Motorrad? Bei der Bank. Bei der Bank? Ja, genau. In die Bank rein. Ja, okay, wenn du so sagst, dann muss es ja wohl stimmen, ne? Ich vertraue dir da auch mal. Du würdest mich doch niemals anlügen und nicht das Fahrzeug in die Bank machen, oder? Oh, ich würde dich niemals belügen. Ja, freut mich, Bro. Also ich find's gut, dass du mich nicht anlügst. Boah, warte mal, ich hab eine krasse Five-Head-Idee. Ja? Wieso? Das checkst du gar nicht. Wieso? Ja, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Hä? Okay, ja, mach einfach. Oh mein Gott, Leute. Ja. Leute, ich hör den Ja, wie läuft's? Boah, ich hatte also heute mal wirklich wieder ein sehr, sehr wildes Versteck hier rausgehauen. Echt? Wild? Mhm. Ja, ich bin jetzt schon beim letzten Fahrzeug. Achso, du bist schon beim letzten. Ja, ich auch. Also, ich bin auch. Okay. Du, Digga, also ich sag mal ehrlich so, ich weiß gar nicht, wo ich das Fahrzeug verstecken soll. So. Weißt du? Manchmal ist es gar nicht so einfach, ein Fahrzeug zu verstecken. Oh. Boah, also ich sag dir so, wie es ist. So ist es halt manchmal. Boah, ich weiß echt nicht, Digga. Ich sag dir, was es ist. Ich tue mir gerade schwer beim letzten, obwohl es eigentlich ein kleineres ist.
Motorrad war gut. Das ist leider nicht so gut. Und bei dir so? Ja, bei mir alles gut. Okay, bei dir alles super, ne? Super, mein Lieber. Es freut mich, wenn es bei dir gut läuft, weißt du? Ich bin doch so einer, ich unterstütze dich doch gerne bei deinen Verstecken. So, also ich bin durch, mein Lieber. Ja, ich bin auch durch. Ja, Freundchen. Bist du auch durch, mein Freundchen? Na super, dann besorgen wir uns Motorräder und dann geht's los. So, boah, mein Lieber. Ich hab heute wirklich wieder so Baba-Verstecke rausgefetzt. Ja, ich sag dir ehrlich, wir haben ja auch natürlich noch unsere Fragerunde und so. Ja, ja. Willst du anfangen mit Fragen oder soll ich anfangen mit Fragen? Hast du was beim Bauernhof versteckt? Nee, du? Also du hast ja nichts beim Bauernhof versteckt? Nee, du? Ja? Okay, nee. Nee, ich auch nicht. Okay, okay, dann okay. Wollte ich da nicht hinzufahren. Hast du zufällig was, ich muss irgendwas Einfaches fragen, was, eine Werbetafel oder so dran gemacht? Ja. Echt? Alter, ja. Was? Ja, okay, krass, hast direkt gewusst. Bro, Alter, ich fahre hier gerade an diesem Chicken vorbei und dachte, dann ich sag einfach Werbetafel. Hast du was an eine Werbetafel rangemacht? Nee, Bro, gar nicht, Bro. Krass, okay. Aber an welcher Tafel jetzt? Ach, krass, dass du direkt dann so... Direkt Bro, ich frag mal einfach so okay. Random, so, weißt du, ich meine so... Ja, gut. Keine Ahnung, Glück so. Gehabt. Aber hast du was in einem Interieur drin? Ja, ja, du? Nee. Okay. Ja, schön. Also ich sag dir so, wie es ist, ich hab dein Auto gefunden, das hing da am Spawn an der Werbetafel hier. Der Alter! Ja, aber komm, ich hab Glück gehabt okay, mit der das Frage. War schnell, das war echt schnell. Das war schnell, aber ich hatte auch Glück, Bro. Gut. Also ich weiß gar nicht, wie ich auf Werbetafel kam, Bro. Also gar keine Ahnung. Aber ey, 500 Anfang Euro bin ich, beziehungsweise 1000 Euro bin ich näher gekommen, mein Lieber, ne? Muss ja, man auch ja, mal gut, mitnehmen. Ich will auch noch was von dir. Ja komm, dann darfst du wieder fragen. Hast du was auf einem Dach? Auf einem Dach? Ja, so erhöht halt Dach und so. Ja, schon, ja. Ja, okay. Ja, ich auch. Und du hast auch was auf dem Dach? Ja, drauf. ja, ich hab auch was auf dem Hat Dach. Hat bei dir dieses Interieur-Ding was mit dieser Chicken-Fabrik zu tun? Nee. Okay. Ja, tatsächlich nicht so eine Chicken-Fabrik. Ey, ich hab den McLaren auf einer Chicken-Fabrik gefunden. Hä? Digga, krass, Alter. Zwei Autos in 2 Minuten, also... Hä, hey, Bro, wie schnell? Bro, aber der ist voll... Das krasse Versteck. Bro, der war voll offensichtlich. Ich bin hier die Straße entlang gefahren. Nicht. Den habe ich direkt... von der Straße aus. Also, Bro, den habe ich direkt gesehen. Also, Bro, ich weiß nicht, deine Töne da irgendwie... Krasse Verstecke, ja, okay, gut jetzt und hab so. Ich aber auch was hier von dir gefunden. Was denn? Ich hab deinen OP-Truck im Polizeirevier gefunden. Oh, ja, okay, aber den habe ich ganz einfach drinnen positioniert, so, weißt du? Ich dachte so, ich wollte mich durchdrängen, aber war nicht so einfach, mit dem sich durchzuquetschen, weißt du, ich meine? Gut, egal, ich komme nicht vor. Ey, 2-1, 2-1. Du bist nur ein Fahrzeug vorne. Ja, nur ein Fahrzeug vorne, na gut. Bin ich und mit ich weiß, dann? Dass du noch was auf einem Dach hast. Ja, kaum. Ja, erzählt. Das war ja dein Dachversteck, vermute ich dann mal. Hast du etwas in. Ist ein Fahrzeug von dir überdacht? Ein Fahrzeug von mir überdacht? Ja, kann man so sagen. Okay. Also und Regen würde nicht drankommen, ne? Nee. Ja, ich habe auf jeden Fall auch noch ein Fahrzeug, was überdacht ist. Boah, also krass. Das heißt, ich weiß, du hast noch eins auf einem Dach und du hast ein überdachtes. Also ich sag dir mal so, es ist echt schwierig gerade. Wie läuft's bei dir so? Hast du eine Frage oder so? Boah, ich glaube, ich fahre jetzt mal außerhalb der Map so ein bisschen entlang, so weißt du? Am Rande der Map. Das wäre jetzt meine nächste Frage, aber du darfst erstmal. Ja, mach das mal. Ja. Oh, ich überlege gerade, wo dein Dachversteck sein könnte. Ist so, das. Am Rande der Map so, fahren? Hä? Ist das so? Warte mal, ich hab eins. Ich fahre hier gerade am Rande der Map und hier so ein Container mit dem Motorrad. Ey, Bro, was? Wie schnell findest du denn Bro, heute also, alles? Bro, also am Rande der Map so... Okay, das mit den Containern war geil, aber ich bin einfach nur entlang der Rande, am Rand gefahren und hab's gefunden, so weißt du? Also das war echt ein schlechtes Versteck. Leute, ich glaube, der wird voll stolz auf das Versteck sein, aber... Bro, also das Versteck war echt kacke, also wirklich, okay. Also Container, du hast sie sogar gespawnt und dann so schlecht, so ich weiß nicht, also... Wie gespawnte Container? Keine Ahnung, ja, waren die Container da immer da oder da, wo das Motorrad drin war? Oder hast du die gespawnt? Hä, das Motorrad hast du auch schon gefunden? Ja, das habe ich ja gerade gefunden. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Hey, dann hast du doch jetzt schon alle, oder nicht? Nee, mir fehlt noch ein... Ich fahre hier am Rande der Map und hier ist... Digga, also heute, Bro...
Digga, also du... Hä, hast du jetzt schon alle gefunden? Ja, Bro, das ist einfach am Rande der Map unterm Haus, Bro. Du hast zwei Fahrzeuge am Rand der Map versteckt, Bro. Das Motorrad und den OP-Truck. Bro, ich bin nur einmal um die Karte gefahren, hab zwei Autos gefunden. Heute, Bro, ich weiß echt nicht, was du heute gemacht hast, Bro. Also, okay, also Russik heute echt gut gewesen, ja, muss ich sagen, und so gestellt. Aber, so, wie läuft's bei dir? Ja, ich guck dir zu gerade, was machst du hier beim Supermarkt so? Ich überleg gerade, ja, du hast ja noch eins auf einem Dach drauf und eins über Dach, das weiß ich ja schon. Ja, Bro, also ich sag dir ehrlich so, ja. Hä? Soll das denn sein? Und es hat nichts mit der Chicken-Fabrik zu tun? Bro, also ich sag dir so, du bist halt echt schlecht, soll ich dir vielleicht einen besseren Tipp geben so? Also ja, gib mal ein paar Tipps. Ja, also ich sag mal so, vielleicht guckst du mal auf einem Dach, wo du auch auf einem Dach versteckt hast, so. So, weißt du, ich Dach, meine... Wo ich auch auf dem Dach versteckt habe. Ja, vielleicht dort... Bei der Chicken-Fabrik? Vielleicht, sag ich mal so. Ja, aber ich hab doch gefragt, ob ein Fahrzeug bei dir was mit der Chicken-Fabrik zu tun hat, hast du nein gesagt. Ach so, ich dachte drinne. Nee, ich hab Ach, generell nein, gefragt. Sorry, Bro. Okay, okay. Ah, ja, da hab ich ja jetzt... Einen noch leider in die Irre geführt. Ja, okay, da hab ich dir aber jetzt trotzdem auch einen super Tipp gegeben, oder? Du hier mit deinem Rope-Gun-Skills. Oh, guck mal, wie gut. Ja, hier, oh, schön, ja. Oh, scheiße, das wollte ich runter. Oh, das wollte ich gar nicht. Ja, also ich sag mal so, du warst nah, aber doch nicht so nah. Also, ja, es läuft nicht so gut bei dir heute, ne? Also, ja, Max, guck mal. Warte mal, hast du da oben in diesem Secret-Raum? Nee, hab ich nicht, sag ich dir ehrlich. Nee, guck mal, Max, ich sag dir ehrlich, du bist schon weggefahren vom Versteck. Ja, in die Richtung. Ja, das ist ja. Also, Max, heute für hast was du. Wirklich so schnell, für, Alter, ich fand die wirklich gut, die Verstecke. Ja, Bro, guck mal. Auch das mit dem Container, das. Oh. Alter, das Motorrad, wie hast du. Oh, wenigstens, okay, wenigstens da die Limo. Ja, stark, Bro, stark. Ja, ich bin am Rande der Map gefahren. Ich habe nur gesagt, ich fahre jetzt die Map ein bisschen ab. Und dann bin ich einfach bei den Containern vorbeigefahren, dann bin ich weitergefahren und habe direkt den OP-Truck. Dahinter so kommst, weil das Ding ist, ja, wenn man also ganz den Rand der Map abfährt, dann fährt man ja wahrscheinlich eher hinter diesem. Na, Bro, ich hab's auch nämlich extra hier so gemacht, weil man dann eher hier entlang fahren würde. Ja, bin ich ja. Oder hier, ah, zack, okay, hab ich's gesehen. Ja, genau, okay. Genau, Bro. Mhm. Deswegen war nicht so gut. Hätt's besser machen können. Egal, ich geh weiter. Ich weiß noch, dass du was überdacht hast. Ja. Ist diese Überdachung eher so im Wohngebiet, oder? Ja, würde ich auch sagen, ja. Also eher so Stadtmitte. Ja, Stadtmitte, so. Okay, Leute, gut, das heißt, Bro. Das könnte eigentlich so überall sein. Hier ist kann überall sein. Wie viel Zeit habe ich noch? Was sagt die Zeit? Noch 2 Minütchen, Bro, und du hast 2 Fahrzeuge. Oh, Leute, das ist gar nicht. Also, ich warte jetzt schon seit 5 Minuten gefühlt, so, weißt du. Hast du noch was in dem Interieur drin, oder war das Einzige? Ja, ich habe noch was in dem Interieur drin. Noch was in dem Interieur? Ja. Was fehlt dir eigentlich? Das Motorrad fehlt dir und der McLaren, ne? Wo habe ich eigentlich mein McLaren versteckt? Das ist eine gute Frage, ne? Also wirklich eine gute Frage. Also ich sag mal so. Ja, miese, ne? Noch 1,5 Minuten, Bro, du schaffst das. Also nein, heute, Leute, also ein Fahrzeug wäre echt noch wichtig, sonst habe ich ja allein bei einer Challenge schon zwei Fahrzeuge. Schade dann, ne? Also wirklich schade. Ein Fahrzeug wäre echt noch wichtig, Freunde. Ja, also. Es wäre echt schade, wenn du es nicht finden würdest, aber ist okay, so, weißt du, eins ist im Interieur, eins halt nicht. Und eins noch eine Überdachung. Also ich weiß, an sich habe ich schon gute Tipps. Interieur und Überdachung. Ja, das Interieur Überdachung ist eins. Ah, das ist eins. Ja, das andere ist frei. Aber da muss ich Interieur checken. Warte mal, wo war ich denn schon? Ich bei der Bank. Ich war bei der Bank noch gar nicht gewesen. Ach so. Ah, das, als ob ich in der Bank versteckt, wenn du vorhin beim Verstecken sagst, ich habe meins in der Bank versteckt, und als ob ich dann wirklich in der Bank eins verstecken würde. Ja, kann ja sein. Weißt du noch, wo du den Joke, gemacht hast, wie, ey Bro, wo bist du? Und so, ja, ich bin in der Bank. Hast du den Joke nicht gebracht? Ja. Vielleicht habe ich dich ja damit auf eine Idee gebracht. Warte mal, wo ist denn hier nochmal die Bank? Ich suche gerade so random rum. Ja, die Bank. Da ist die, Bank, oder? Die Bank. Hä, wo war die nochmal? Ich bin lost. Bro, also, du hast nur noch 1 Minute Zeit. Nein, Bro, die ist... Die war doch irgendwo hier so in der Mitte. Ey, Leute, ich bin lost. Also, Max, heute... Also, guck mal, du kommst hierher, sagst, Heinz-Sieg-Profi, schnapp mir das Geld. Du findest nicht mal mehr die Bank und dann willst du noch Autos finden. Bro, also, wie willst du Autos finden, wenn du nicht mal die Bank findest? Die ist rechts. Jetzt rechts. Jetzt nach rechts und jetzt nach links. Da, jetzt links. Ja, da ist sie. 30 Sekunden hast du noch Zeit, Bro. Ich sag dir ehrlich. Also, an deiner Stelle würde ich mich ranhalten. Ja. Ist leider nicht hier drin, oder? Oder doch? Nein. Oh, kann doch sein. Ja, die Zeit 15,
Nein, Leute, als ob ich hab, kann nicht mal bei jeder Ding mitmachen, nein, das gibt's doch nicht. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Oh mein Gott, das war knapp, Knappes Ding. Ja, ist okay. Wenigstens du hast, kann ich bei jeder Challenge Bro, machen. Du hast 3 Fahrzeuge gefunden, war echt krass, ja. Aber trotzdem ein bisschen schwach heute, ne? Ja, nicht jedes, aber passiert nicht. Ja, Leute, mal läuft das besser, ist voll locker. So, ja, okay, du hast OP. Ey, du hast aber die besten Fahrzeuge, ich sag dir ehrlich. Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum Sumo-Battle. Ich nehme die Limousine, sag ich dir ehrlich. Da nehme ich den OP-Truck. Ja, okay, let's go. Leute, solange wir auf dem Weg sind zur Map, werde ich natürlich auch hier ein bisschen schummeln. Ich werde mir God-Mode geben, auf jeden Fall, Leute, weil ich habe Angst, dass das Fahrzeug explodieren kann. Dann werden wir uns auf jeden Fall ein bisschen schneller machen als gewohnt. So, Vehicle-Multiplier. Zack. So. So, Max, bist du ready für die Challenge? Nein, der weiß gar nicht, was ihn erwartet. So, 3, 2, 1, go! Okay. So, jetzt OP-Truck hat mich noch nie enttäuscht. Ja. Oh, 1-0. Nein! 1-0, Bro. Oh mein Gott. Okay, ey, ich sag dir ehrlich, war knappe Sache, Bro. War alles gut, ich war ein bisschen zu übermotiviert, aber ich glaube, dein Fahrzeug ist schlechter als OP-Truck. Ja, ich kann nicht so gut in Kurven gehen, Bro. Ja, ich kann wirklich. Okay, 3, 2, 1, go. 1-0, best of 3, du kennst die Regeln, guck mal, wie ich wackel. Jetzt schön raus. Oha, okay, ich bin runtergefahren. Oh, oh. Jetzt werde ich dich rausschieben, Junge. Oh, okay. Oh, okay. So, raus mit dir, Russik. Oh, nein. Raus. Oh. Oh, nein. Und ich hänge hier fest, Bro. Oh, schade, Bro. Oh nein, ich fall bei den drüber. Ja, dein Fahrzeug geht auch irgendwie gar nicht kaputt. Der bekommt gar keinen Kratzer. Was ist wie, das? Wie? Ja, Bro, du kriegst nicht einen Kratzer. Ach so, ja, der ist ja auch OP, Bro. Nein! Ja, da bist du leider explodiert, ne? Aber guck mal, zu das Thema Kratzer, warum guck mal. Bist du denn nicht explodiert? Guck mal, meine raucht halt. Leute, ich hab grad Gottmut rausgemacht. Guck mal, hier, ich hab Öl verloren, mein Auto raucht. 2-0 gewonnen, Bro. Alter, ja. Okay. Also, ich sag dir so, wie es ist. Schade, Marmelade, aber. Bro, so, nächste Challenge, guck mal, du siehst selber, mein Fahrzeug ist fast explodiert. Fast. Naja, ja, okay. Passiert. Okay, nächste Challenge, let's go. Ey Leute, das war zu gut. Ich habe Gott sei Dank die ganze Zeit God-Mode gehabt. Das heißt, ich habe erst jetzt gerade God-Mode rausgemacht und somit konnte ich diesen Explosion überleben. Let's go zur nächsten Challenge. So, mein Lieber, bist du bereit fürs nächste Battle? Diesmal nehme ich den OP-Truck. Wir machen ein kleines Battle-Race-Run zum Casino, mein Lieber. Ey, was soll da... Bleib mal schön am Boden. Warum schummelst du, Bro? Was ist Schummeln? Ja, ich schummel nie, das war ein kleiner Spaß. Ja, ist okay, mein Lieber. So, rennen und du nimmst den OP-Truck. Hä, wie lost bist du denn? Bro, wieso? Ist doch super, oder? Warte, ich mach jetzt mal deine komischen Dinge. Sei weg. Okay, bist du ready? Ich zum Casino-Eingang. 3, 2, 1, go. Okay. Oha. Ja. Okay, oha. Hä, wie schnell ist der OP-Truck? Hä, das ist doch OP-Truck, Bro. Was, so schnell war der doch Gott. Nicht? Oh Gott. Ich hab Mist gebaut. Ich hab Mist gebaut, Bro. 320 km/h. Oder vorne ist Russisch. Ich glaube, tut mir wirklich leid, hab dich nicht gesehen. Sorry. Hoppala. Also, ich glaube, ich werde Offroad fahren, Bro. Guck mal, du fährst auch Offroad, Bro. Ja, stabil. Ey, Offroad Power. Ah, Bro, du bist ein bisschen langsam heute, ne? Also, ich halte es jetzt durch. Okay, der OP-Truck war vielleicht doch gar nicht mal so schlecht zum Rennen fahren. Aber egal, alles gut, alles ist gut, Leute. Oh, ich bin gecrashed. Moin. Da bin ich wieder. Moin. Also ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas, Bro. So, also auf der Geraden kann ich gut hier jetzt was einholen. Auf der Geraden. Bei mir hört es bei 320 leider auf mit dem Motorrad. So, ja, Bro. So, gut. Ja, jetzt hier heiz ich voll durch. Bam. Ich glaube, ich bin vorne. Wir werden das Ding jetzt holen. Hier jump ich einmal, so... Okay, Oh, du bist auch lost, dass du einen OP-Truck zum Rennen nimmst. Ja, Bro, was soll ich denn machen? Du warst doch viel schlauer. Was soll ich denn machen? Also, ich bin da, du? Hä? Was? Bist du noch nicht da? Bro, das geht gar nicht. Ich hab noch 3 Kilometer. Du warst doch gerade eben noch hinter mir. Ich bin vor dir gewesen, Bro. Wirklich? Hä? Du warst hinter mir, als ich das letzte Mal gesehen hab. Nein. Dann ist dann die Chance geblieben. Ja, aber da hab ich doch Gas durchgedrückt und dann bin ich durchgeflogen. Hä? Bro, wirklich, ja. Wie soll ich denn da hinfliegen? Bro, guck's dir an. Guck doch. Hier, moin. Ich hatte gerade eben noch, ich hatte da noch 3 Kilometer gehabt. Ja, Bro, aber ich bin da komplett durchgeheizt. Guck mal, wie schnell der ist.
Guck mal, ich zeig dir nochmal, wie schnell der ist. Guck mal, ich bin ja so einfach, bam, und dann habe ich mich durchgezwirbelt, so weich. Guck mal, okay. Guck mal, wie easy, guck mal, ich bin schon durch. Weißt du, ich meine, also 2 zu 0, Bro. Kommen wir rüber zum finalen Battle, das Shoutout-Battle. Ja, let's go. So, Bro, gib dir eine Pistole und God-Mode raus, falls du was drin haben solltest. Jetzt werde ich gewinnen, Junge. Jetzt werde ich dich zerfetzen hier. God-Mode raus. Shoutout-Battle. Ja, ja, Shoutout-Battle, Bro. Ich habe jetzt einfach mal den McLaren genommen, aber er steht eh 2-0. So, weißt du, was habe ich zu verlieren? So, ist alles gut. Ja, so, egal. Bist du bereit? Ehre, Bro. Ja. Bist du bereit? Okay, 3, 2, 1, go. So, so, aber zack. Eine Sache hast du nämlich vergessen, und zwar, was? Ich habe hier die OP-Limo! ja, alles gut, Bro, alles gut. Alles gut, Bro, ja, ich hab's vergessen. Hab ich gewonnen? Nein, ich bin gerade rausgejumpt, Bro, ich sag dir, wie es ist. Wie rausgejumpt? Rausgejumpt. Vor der Explosion, ich wusste, dass er explodiert ist. Ich wusste es gar nicht, Digga, ich musste mir schnell wieder respawnen. Ja, ich bin rausgejumpt, Bro, jetzt musst du mich auf der Map finden, ich lauf hier rum gerade. Ach so. Ja, ja. Hey, das war doch klar, Bro, dass du mich explodieren lassen kannst. Hey, als ob ich so blöd bin und mit der McLaren volle Karoche gegen die Limousine krache, weißt du, ich meine? Wo bist du denn? Bro. Da! Oh mein Gott. Ey, hab ich dich grad nicht getroffen? Doch, hast du. Ich habe wirklich Leben verloren. Ich habe weniger Leben, bisschen jetzt. War ja, Leute, war ja. Ja, Bro, Gott sei Dank bin ich rausgejumpt, ne? So. Oh, du hast mich echt getroffen gerade. Verdammt, ich bin fast down. Ich bin gerade fast down, Bro. Aufpassen, Leute, aufpassen. Ich bin wirklich fast down. Oh Gott, wie fährst du denn, mein Lieber? Oh, fast getroffen, aber diesmal nicht, mein Lieber. Ja, also ich sag dir ehrlich. Wie lädst du aus? Bro, ich bin wieder regeneriert auf Hälfte. Oh, nicht. Bam! Wie habe ich das überlebt? Oh, Mann. Leute, ich muss jetzt drücken. Ja, da, jetzt hast du mich. Ja, okay. Seid ihr der Ehrenpunkt gegönnt? Seid ihr der Ehrenpunkt gegönnt, Bro? Aber du hast mich überfahren. Ja, du hast mich überfahren, Bro. Das ist auch unfair irgendwie, weißt du? Aber ja, 2 zu 1. Ich habe trotzdem das Geld gewonnen, Bro. Herzlichen Glückwunsch, Bro. Wie fandst du eigentlich mein perfekt getimtes Rausspringen, als du mich explodieren lassen wolltest? Ja, ich weiß nicht, ich hab's irgendwie nicht gesehen. Ja, deswegen, siehst du dann in der Folge, wenn sie rauskommt, mein Lieber. Aber als erstes würde ich sagen, heute der Champion, das Geld wird mitgenommen, Max wird fertig gemacht. Nächstes Mal kann er vielleicht ein bisschen bessere Verstecke machen, weil dieses Mal war echt die Verstecke schlecht, Leute. Ich bin echt gespannt auf die Reaktion, wenn ihr das Video sieht. Lasst ein Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ciao!